Gott, Zombie Carsten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Harvest Moon. Heute versuchen wir uns mal dem Mondlicht anzunehmen und hoffen, dass wir es schaffen, das endlich mal einzufangen. Also seid gespannt, ob wir heute erfolgreich sind. Ja, und hier ist das Schneckbein, das das Ganze spielen wird. Ja, ich bin jetzt auf dem Dach der Schmiede. Warum auch immer, ich muss hier hin. Da ist dieser Typ, der hier irgendwas tut. Er untersucht das mysteriöse Zeichen. Ich hab doch die ganze Zeit gesagt, es muss mit diesen Zeichen zusammenhängen. Ja, ich habe schon ganz viele gesehen. Aber nein, die blöde Göttin sagt, geh in die Mine ganz unten rein. Ja, nee, so ein Quatsch hat die Alte erzählt. Das stimmt ja alles gar nicht. Ja, jetzt haben wir Gott sei Dank diesen netten Herrn hier getroffen. Was ist das? Sieht aus wie eine Waage, wie eine Personenwaage. Ja, dort, wo das Mondlicht sich sammelt. Das kommt uns doch bekannt vor. Ja, bitte, gib mir die Steintafel. Oh, die sind alle so romantisch in diesem Spiel. Das gibt's ja gar nicht. Alte Steintafel erhalten. Schon wieder ein wichtiger Gegenstand. Mensch. Okay. Ja. Was mache ich jetzt mit dieser Steintafel? Ja, schön, dich kennenzulernen. Ich gehe mal zu diesem Zeichen und stelle mich mit dieser Personenwaage drauf, oder? Oder so. Was ist denn das für eine Personenwaage dann? Ja, es ist 9.30 Uhr und wir müssen was um 18 Uhr machen. Das hat sich jetzt ja absolut nicht gelohnt. Was soll ich denn bis 18 Uhr machen? Bis 18 Uhr ist das Let's Play schon 30 Minuten lang. Ach, ist das schon ein Quatsch. Ich schneide dann einfach die Hälfte raus. Und ich stopp hier. So, hier bin ich wieder. Es sind jetzt viele, viele Stunden vergangen. Ich habe versucht, mir bestmöglich die Zeit zu vertreiben. Es ist jetzt 17.50 Uhr. Ich suche also diese Glocke raus. Glocke. Und warte, dass es 18 Uhr ist, damit ich dann... Ja, es ist 18 Uhr. Oh, Leute! Und jetzt? A drücken? Ja? Es sieht gut aus. Es sieht sehr gut aus. Juhu! Ja, das tut sie. Was hat die Alte mir denn nur von der Mine erzählt? Das tiefste Level der Mine. Ach, Quatsch. Ja, die hat sich aber sehr komisch ausgedrückt. Ach, jetzt muss ich zu anderen Orten. Ach, du liebe Zeit. Ach, du liebe Zeit. Ich habe bis 22 Uhr Zeit, wa? Naja, ich weiß, ich kenne ein paar. Also, am Leuchtturm ist ja eins. Laufen wir jetzt zum Leuchtturm. Es gibt ja auch noch bei der anderen Farm noch eine, aber... Naja, hier ist nichts noch. No. Mir fallen sonst auch nicht so viele mehr ein. Ah, schnell, schnell. Also am Leuchtturm ist so ein Ding, bei dieser Farm ist so ein Ding. Das war auch alles, was mir jetzt einfällt. Laufe ich mit meiner Glocke rum. Oh. Es wird ein langer Weg, zumal ich ja gerade hierher gelaufen bin. Oh. Dieses Hin- und Herlaufen ist echt lästig.
Ja, sieht ein bisschen bekloppt aus, wie ich hier mit der Locke rumlaufe. Aber gut. Mensch, so spät abends war ich noch nie draußen. Da habe ich meistens schon gar keine Energie mehr und schlafe. Lauf! Schneller! Jetzt leuchtet dieser Finn ja endlich mal richtig. Hier sieht man ja gar richtig. Nein! Hoch! Lauf, 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 lauf! Die Strecke ist auch nicht sehr abwechslungsreich, muss man dazu sagen. Wir sind endlich da! An der Kirche? War in der Kirche vielleicht noch so ein Ort? Ich bin jetzt gerade auch nicht mehr sicher. Der Bürgermeister. Rennt mich um, der Alte. Ich gucke jetzt erstmal noch auf dem Kirchplatz, ob da tatsächlich was war oder ob ich mir das schon da eingebildet habe. Bestimmt habe ich mir das eingebildet. Irgendwo war doch. Ein Leuchtturm ist auf jeden Fall eins, das weiß ich schon. Aber hier. Nee, ab zum Leuchtturm. Da bin ich wenigstens sicher, dass da eins ist. Los! Leuchtturm ist schon fast schon 8, also... Wenn man mal Zeit braucht, dann vergeht sie richtig schnell. So. Ist gar nicht mehr so viel los hier. Nee, hier rüber. Oh, ein Seeigel. Nein, ich habe jetzt eine Mission. Muss zum Leuchtturm. Hier, bei der weißen Katze. Noch mehr Energie. Gucken die überhaupt noch so verwundert? Mein Finn rastet schon wieder aus. Ja. Was, das war's schon? Passiert jetzt? Oh. Was passiert jetzt? Nein, das hat die Erntegöttin die Blöde gar nicht erwähnt. Oh, diese blöde Erntegöttin hat mir gar nichts Sinnvolles gesagt. Die ist total doof. Wie viel muss ich denn noch absorbieren lassen? Wo gibt es denn andere Punkte? Mensch. Keine Ahnung, wohin. Laufe ich hier mit meiner Glocke rum? Hm. Weiß auch nicht. Ich muss ja vielleicht auch gar nicht alles in einer Nacht schaffen. Hoffe ich mal. Ja, jetzt darf ich überkloppt mit meiner blöden Glocke rum. Und ich weiß nicht mal wohin. Ich merke gerade, es ist schon fast 22 Uhr und ich habe nur noch 30 Minuten. Dann ist es schon wieder vorbei, die scheiß Lichtstunde. Und ich wollte auch, ich glaube, hier ist auf jeden Fall noch mal eins. Und, oh, schnell, schnell, lauf schneller, das wird so knapp, das wird so knapp. Oh, wir sind da. Oh, hoffentlich passiert jetzt mal was Cooles. Das kennen wir ja schon. Yay! Die Energie wurde regeneriert. Und jetzt wackelt die Glocke. Und jetzt kommt bestimmt dieser Erntewichtel raus. Der Carsten. Ja, da ist er ja. Mit seiner Mütze. Oh Gott. Zombie-Carsten. Oh Gott, der sieht ja aus, als würde er von einem bösen Fluch erfüllt werden.
Ja. Oh. Wo hängen wir bloß die Glocke hin? Ja, clever. Bei einer Farm. Mit einem lustigen Mann. Hä? Was? Wo soll denn dieser Sockel sein? Oh. Einem lustigen Mann und einer nervösen Frau. Hier? Kann das nicht einfach hier sein? Hier ist eine Frau oder so. Bist du nervös? Sie ist bestimmt nervös. Muss doch ein Sockel sein. Hier gibt's einen Pilz. Oh! So viel Aufregung. Jetzt muss ich auch noch einen Sockel finden. Es wird ja immer besser hier. Aber wo ich schon mal hier bin, ich weiß nicht, ob das Schweinchen auch nachts da ist. Ah, da bist du ja, Schweinchen. Kann ich wenigstens dem Schweinchen seinen Pilz geben? Hier, Ferkel. Ja, Sockel für die Glocke. Ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal schlafen. Ja. Dann werde ich die Folge jetzt einfach beenden. Das ist schon wieder zu viel für mich hier. So Glocken, Sockel, komische Farben, die ich ausfindig machen muss. Ich weiß auch nicht. Das ist alles immer so rätselhaft und mysteriös. Aber wie ihr seht, ist es schon richtig spät und Schneggy muss jetzt ins Bett. Deswegen sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, in der wir dann den Sockel suchen werden. Und hoffentlich auch finden werden. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.